Dann machen wir jetzt, weil es auf dem Weg als erstes liegt, lassen wir uns erstmal treffen, genau. Machen wir zuerst das Kanonenspiel und dann gehen wir zu Agent 9. Achso, das war jetzt hier, wo ich mich letztes Mal so blamiert habe. Können wir da lang? Gleich beginnt die erste Runde des alljährlichen Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerbs. Für einen Teilnehmer ist noch Platz, aber erst musst du ein Rätsel lösen. Das Rätsel lautet: Wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? 12 Jahre. Beeindruckend, das dämpft. Viel Glück beim Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerb. Das ging diesmal wenigstens besser als beim letzten Mal. Das ist der hohe Schuss, genau. Oh, der ist aber langsam. Gott, was ist... Es ist genauso scheiße wie im Original. Irgendwie nur noch beschissen, habe ich das Gefühl. Und man kann nicht mehr so einfach so dran vorbeischießen. Picken. Darf ich das haben? Bitte? Also irgendwie, das ist... Katastrophe mit der Steuerung. Ich... Da vorne ist noch einer. Okay, das ging besser. Und da ist der andere. Ich hasse es. Es ist noch beschissener als im Original, wenn man an diesen dummen Töpfen nicht vorbeischießen kann. Ich will jetzt nicht nochmal mit ihr reden, ich will das einfach direkt machen. Ich will das nicht machen, das ist scheiße. Guck, da kann man nicht dran vorbeischießen. Ich würde den eigentlich treffen. Spasti, ey. So, da wäre schon mal... Das, man muss das nur ein bisschen raus haben. Und ich hoffe mal, dass sich das Luftkissen-Ding bei dem Kampf gegen die... gegen die Königin nicht so beschissen steuern lässt. So. Na also, das war ein wirklich wilder Kampf. Nimm diesen Preis hier für den ersten Rundensieg. Nun, das sieht ein bisschen bescheuert aus. MJ. Wunderschön. Spyro, du bist der Hammer. Du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten. Aber der Sport ist wirklich gefährlich. Darf ich dir nahelegen, aufzuhören, während du noch unversehrt bist? Na los. Mann, oh Mann, du bist wahrlich ein tapferes Reptil. Hm? Aber für den Meisterschaftssieg brauchst du mehr als nur Mut. Okay, jetzt sitzen wir wieder. Das ist schön. So, dann müssen wir mit dem hier anfangen. Scheiß Hurensohn, ey. Verpiss dich, du Spast. Okay, mit wem machen wir mit dem da weiter. Das gibt nichts, Freunde. Ich sag es euch.
hoffe, wir müssen nicht beim ersten anfangen, sondern können direkt beim zweiten weitermachen. Jedenfalls wurden wir geblitzdings nach dem ersten Ei. Was aber nichts heißt. Du kannst jetzt. Dankeschön. Ich glaube, wir hatten eben auch noch nicht alle. Also Sparks nicht komplett aufgeladen. Ich muss das alles nur mit ein bisschen. Bisschen nachdenken hier. Und mit langsam. Lässt sich einfach so bescheuert steuern, ne? Okay, dann machen wir das. Dann machen wir den hier. Warum kann man denn da drüber schießen? Das ist doch total... Das ist doch total bescheuert. Das ging aber... Das ging aber damals nicht. So, dann machen wir doch den da. Also das ist doch billig. Eine. Ich gehe mal davon aus, dass der links rauskommt. Ach, sind denn hier hinten auch noch welche? Ja, da ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer, okay. Das macht Sinn. Okay. Hier dürfen wir jetzt auf jeden Fall noch getroffen werden. Okay. Das war wirklich ein Jahrhundertkampf. Du bist der erste Drache seit über 1000 Jahren, der den Sieg davonträgt. Ich darf dir stolz den diesjährigen Preis überreichen. TJ. Also wenn man sich an die Steuerung irgendwie ein bisschen gewöhnt hat, dann ist das, glaube ich, doch einfacher. Aber die Steuerung ist echt bescheuert. Okay, dann geht es jetzt ab zum Agent 9. Ein Leben, schon wieder. Agent 9 Level. Einer von den Hunden mit den lustigen Hüten hat mich mit einem Fluch belegt, nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Er sagt, er hat meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Stimmt das? Ein bisschen seltsam fühlt er sich ja an. Das wird er noch büßen. Der Hund mit den lustigen Hüten. Das ist lustig. Okay. Hinter dieser Tür liegen die 5 tödlichen Prüfungen von König Rover. Niemand hat je alle 5 überlebt. Sie sind so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst. Hier kommt es. Ich folge dir überall hin. Und je mehr du von mir machst, desto mehr lässt du zurück. Fußball! Oder? Für jemanden mit so fragwürdigem Modegeschmack bist du echt okay. Clever. Du darfst weiter zur ersten Prüfung. Hä? Wo ist Brun? Achso, wir müssen in die Mitte. Das ist ja scheiße. Achso, man kann gedrückt halten. Das ist schön. Sind ja noch Edelsteine? Ne, Edelsteine haben wir, glaube ich, alle, ne? Müssen wir uns da nicht drum kümmern. Achso, die prallen nur ab.
Next one. Das war's auch hier. Achso, man kann auch Kamera nach unten drehen, aber ich glaube, die geht, ja, die geht von selbst wieder nach oben. Aber das war's auch hier. Letzter Raum. Muss ich gleich mal machen, wie ich das mit den Großen mache. Wie ist das mit denen? Ah, das war mal. Ah, doch, die kann man doch in die Hand nehmen. Dann habe ich eben gerade wohl nur ein bisschen blöde reagiert. Dann war die gerade wahrscheinlich am kaputt gehen. Oh. Nicht getroffen. Dann machen wir das von hier. So. Alles kaputt, letztes Ei. Wuhu! Roxy! Sechs von sechs Eiern. Sehr schön. Und wir können ab nach Hause. 100 von 100. Nochmal hier gucken. Ja. Next one, Wüstenruinen. Nee, Quatsch. Ach, was laber ich denn für eine Scheiße? Dinomin natürlich. Das hört sich fast gleich an, deswegen. Wir haben schon 6500 Edelsteinchen. Wunderbärchen. Ging dann doch besser, als ich dachte. Bin ich mal jetzt gespannt, was sie aus dem nächsten Agent neuen Level gemacht haben. Din 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 din. Hier müssen wir lang, ne? Ja. Das sieht hier so geil aus, ne? Mann. Ich will auch so ein Haus haben, was so aussieht. Aber sauber mache ich das nicht. So viel Staub. So viele Ritzen und... Ach. Nee, da brauche ich dann irgendwie eine Putze, die das für mich macht. Soll alles nur schön aussehen. Und glänzen und funkeln. Oh, die Dinos sehen ja geil aus. Das gefällt mir doch. So. Hier habe ich irgendwas gesehen. Alle Seepferdchen und Geheimdino. Okay. Ich dachte nämlich, wir müssen hier alle... Oh, alle Kakteen kaputt machen, aber die geben uns sowieso Edelsteine her, ne? Deswegen kann das ja nicht der Fall sein. Dan! Süß. Ich bin verwirrt. Schon wieder. Nein, nicht Lautstärke so.
Hey! Idiot. Das ist schön, dass sie so lange brauchen, um ihre dummen Waffen zu ziehen. Oh, da ist ja noch einer. Ah, genau, der TNT-Mann. Oh, sehr cool. Der gefällt mir richtig gut. Also bisher gefällt mir das Level ganz... Also besser, als ich dachte, dass es mir gefallen wird. Und die ja, Musik ist mal jetzt noch dahingestellt. Da war auf jeden Fall eine andere Musik. Das weiß ich. So, erzähl mal. Verflixt und zugenäht, Spyro. Ich wollte nach meinem Gefangenen sehen, aber er ist irgendwie wieder abgehauen. Und als ich nach Spuren suchen wollte, hat mich einer von den ungehobelten Sauriern eingesperrt. Jetzt machen sie da draußen Ärger. Und ich kann nichts dagegen tun. Na gut. Warum ist denn Sergeant Burnt? Burnt. Sergeant Burnt gesucht. Was hat er getan? Ich muss sagen, die Level gefallen mir zum Ende hin doch besser. Ich weiß nicht warum. Naja. Aber ist ja besser. Oh, warum? Oh, meine Nase. Das ist ja schlimm, ist das heute. So. Ah. Aua. Ja, das war klar, dass das passiert. Da war ich nämlich ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, was ich von der Musik halten soll. Oh. Die haben hier auch wenigstens noch normale Schüsse, fällt mir mal gerade auf, weil im ersten Teil wurde das ja entfernt. Da waren das so Blubberbläschen, die geschossen haben. Nur hier gehen die Fenster nicht kaputt. Das wundert mich ein bisschen, weil ich meine, die würden kaputt gehen. So, ich mache mal kaputt hier. Ich weiß nicht, also irgendwie... Na, ja, da wollte Sparks wieder nicht. So. Ach genau, die gab es ja auch noch, diese Dinger. Bäh. Meine... Entschuldigung. Aua. Stirb. Was ist das da oben? Achso, das ist nur ein Lämpchen. Okay. Oh, da sehe ich wieder ein Edelsteinchen. So ein lilanen. Süß. Noch einer. Oh, guck mal hier. Romey. Ich glaube, das ist der erste Mitschnuller, den wir haben, ne? Ja, ich weiß. Das war nicht so gut. Okay. Ich glaube, hier haben wir soweit alles. Dann machen wir mal hier unten weiter. Ach, da hinten ist auch noch was. Da! 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 Ja, das ist ja sehr schön. Da hat er mich getroffen zweimal und hat mich dann in eine TNT-Kiste reingeschossen.
Oh. Gut. Ah, jetzt ist der auch noch da. Verzieh dich doch mal, das ist doch bescheuert hier. Die haben irgendwie einen größeren Radius, dass die schießen. So, haben wir hier... Ne, haben wir nicht alles. Da, da. Ja, das muss jetzt aber alles sein. Ich will hier raus aus dem Wasser, das nervt. So, ist da was? Nein. Ja, 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 ist doch gut, ja. Sparks, bitte, nimm mal den da. Danke. Nimm mal den da kaputt. Mal dich kaputt. Dich machen wir auch noch kaputt. Das Agent 9 Level machen wir gleich direkt, weil das mag ich nicht so. Aber wie gesagt, ich bin halt gespannt, wie sie das gemacht haben. Och, Sparks, ey, Mann, mit dir kann man überhaupt nicht arbeiten. Faules Stück. Gehen wir. Ne, hier, das holen wir mal noch hier. Ach komm. Wir gehen jetzt erst sowieso zum Agent 9. So, meine Nase juckt schon wieder. Oh, schlimm. Der Sheriff hat gesagt, ich dürfte Hilfs-Sheriff sein. Also helfe ich mit, die Dinosaurier wegzujagen. Sehr hyperaktiv und sehr aggressiv, der kleine Mann. Wenn du mal für eine Sekunde Ruhe geben und nicht so rumschreien würdest, könnte ich dir erzählen, was los ist. Die Bailey-Bande hat sich in den Gebäuden da drüben verschanzt. Du musst da rein und sie rausscheuchen. Viel Glück hier. Mit Gebrüll. Ah, es ist doch... Es bleibt der Rail-Shooter. Schießkünste. Warum? Wofür? Ich weiß nicht, ob analog oder digital besser ist, aber ich glaube, analog ist einfacher. Man sieht gar nicht mehr, wie der läuft, weil sonst war das, glaube ich, so eine Laufbewegung, die da gegangen ist. Aber das war bestimmt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Dinos in einer bestimmten Zeit irgendwie töten. Ah, da ist auch Sheila gesucht und, Bentley, so heißt er. Bentley? Bentley. So, wir müssen gleich auf jeden Fall an den Dino denken, den Dino, der uns... ...den Körnerpunkt gibt, der läuft irgendwo im Hintergrund lang. Oh, ich habe ihn schon gekriegt. Gut. Das war aber nicht mit Absicht. Ich weiß nicht warum, aber ich drücke immer mehrmals. Ich kann auch einfach durchgedrückt. Ist doch mal gut hier. Warum treffe ich dich denn nicht, Idiot? Das war's? Ich habe keine Ahnung, wieso die Bailey-Bande so hinter diesem Ei her ist. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Es hat sie sicher jemand dazu angestiftet. Sharon. Okay, dann können wir jetzt das Level so betreten. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn wir erstmal die anderen Edelsteine gesammelt hätten im großen Level, damit wir wissen, dass... Aber wir können ja mit Sparks hier suchen. Ich bin ein bisschen blöd. Aber schön ist, hier können wir die Fenster kaputt machen. Sp-
springen können wir auch. Das ist auch toll. Überall Fenster kaputt machen. Fenster kaputt machen. Da ist schon kaputt. Oh. Oh, ein Ei. Sergio. Der gute Sergio. Ja, ja. Wie haben wir hier? Nee, das war nur eine Wand. Ich dachte, da wird wieder so ein Wanted-Schild stehen. Was ist das da? Warte. Da ist nochmal Sergeant Bird. Bird. Na, das will ich jetzt aber kaputt machen, das Fenster da hinten. Ich darf es nicht kaputt machen. Das ist fies. Können wir aber auch nicht rein. Na gut. Dann halt nicht. Ein Zehner. Ein Fünfer. Nur ein Zehner. So. Haben wir hier gleich schon alles? Wer ist das? Bentley. Okay. Ein Fünfer. Ja, ich glaube, das war's. Da hinten noch was? Wieder im Gras, ne? Ja, natürlich im Gras. So. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier alles haben. Oder ob Sparks da zum Ausgang zeigt. Kann ich jetzt nicht... Nee, da drin ist noch was, oder? Nee, das sieht sehr nach Ausgang aus, was er da anzeigt. Es war ein sehr großer Hall in diesem Raum. Ja, ab in den Ausgang. Und dann dürfen wir jetzt hier hoch. Das wird wieder schön. Nicht. Weil das Driften unter Wasser ist ja noch extremer als in der Luft. Wie gesagt, in der Luft stört es mich nicht wirklich, aber unter Wasser ist es einfach nur nervig. So. Gefluteten Minenschacht geworfen. Ich würde es dir ja holen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Okay, wir müssen alle Viecher kaputt machen. Wow. Wow. Das ist der Wahnsinn. Und mein Gesicht juckt schon wieder. Ich wollte gerade sagen, warum bricht das nicht zusammen? Nummer 1. Ach, ficken, ey. Aber war das nicht, dass das hier auch schon einstürzt? Also, dass das schon viel früher einstürzt als nur hier? Ah, der bleibt weg. Das ist natürlich sehr schön. Ja, super. Ich dachte, wir müssen alles... Verzieh dich doch mal da aus dem Weg, ey. Ich dachte, wir müssen alles auf einmal holen. Boah! Also das ist echt bescheuert hier. Ich hasse diese Unterwasserdinger. Ich habe die eigentlich im zweiten Teil ganz... Im zweiten Teil. Im Original ganz gerne gemacht, aber hier sind die einfach nur ätzend. Am Boden, das wäre natürlich sehr nice. Dann könnte ich mich auf jeden Fall am Boden orientieren.
Ja, da konnte ich jetzt gerade nicht so ganz raus erkennen, wo jetzt die Steine darunter fallen, weil irgendwie das ganze Ding da voll war mit Staub. Oh Mann, ey, das ist... Ich hasse dieses Level. Ich glaube aber, das ist das letzte, jedenfalls hoffe ich's. So, jetzt rechts lang. Okay. Du schwimmst ja wie ein Delfin, junger Drache. Ich habe auch das Gefühl, dass das im Original viel mehr von diesen Viechern waren. Elliot. Kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt mit dem anderen da verwechselt habe. Mit dem anderen Level. Aber ich glaube nicht. Ich meine, da hat es keine Gegner gegeben. Nee, da musste man sowieso alle töten. Ach, keine Ahnung. Es ist jedenfalls rum und das ist gut so. Ja. Letzten Edelsteine bitte. Ja, wunderbar. Ach, so entkommen meine Gefangenen also immer. Hier, nimm das Dinosaurier-Ei weg, bevor einer ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. War aber wahrscheinlich das kleinste Ei im Gelege. Kiki! Gesundheit. T-Rex. Ich habe noch nie einen so süßen Saurier gesehen. Wir sollten das Level hier jetzt, glaube ich, fertig haben. 100% abgeschlossen. Sehen wir hier auch nochmal. Und uns fehlt jetzt nur noch der letzte Körnerpunkt in den Wüstenruinen. Das ist sehr schön. Gut, dann düsen wir nach Hause. Und ich sage jetzt schon mal, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!